Hey ihr Jimmys, was geht ab? Hier ist wieder Pederle mit Revinside und hier sind die Party Stories. So Rivi, da du ja der Gast bist, darfst du recht herzlich anfangen. Alles klar Leute, wir haben wieder vergessen den Kommentar rauszusuchen, weil ihr zu viele Kommentare schreibt. Deshalb schreibt jetzt mal bei Peter bitte viele Kommentare, lasst 10.000 Daumen hoch, da kre Ananas, ihr wisst was läuft. Vor allem auch immer und wenn wir aufnehmen, haben wir wirklich Stress Leute. Also ist wirklich so, es ist irgendwie im Moment ein wenig stressig, weil Peter ist heute Abend zu Poker, ich muss gleich noch einkaufen. Und Palle sitzt irgendwo nackt in der Küche. Ich weiß auch nicht, was abgeht. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Das ist auch eine andere Partygeschichte. Richtig, aber genau. Jetzt wir waren nämlich gestern richtig, nein, waren wir nicht. Also Leute, pass mal auf. Ich war mal auf einem 17. Geburtstag. Oder 16. Geburtstag muss es gewesen sein. Es müsste der 16. gewesen sein. Aber da gab es nur Bier, oder was? Nee, es gab nicht nur Bier. Es gab natürlich auch so ein Buka und sowas. Der keiner konnte das ab. Man konnte es einfach nicht verhindern. Die Eltern haben immer kontrolliert die Taschen. Ja, was ist denn da drin? Was ist denn da drin? Und immer so. Messer! Immer. Mein Messer! Meine Magneta, meine Akkoi! Nee, und also gerade die Weiber waren ja mal relativ spitz, finde ich. Irgendwo haben sie immer was reingeschmuggelt, irgendwer hat immer Flachmann dabei oder sowas, keine Ahnung, Alter. Auf jeden Fall hatten wir genug Schnaps auf der Party. Und dieser Geburtstag hat in einem Neubaugebiet stattgefunden. Das war auch eine relativ lustige Geschichte. Anfangs wohlgemerkt. Anfangs später gar nicht mehr. Wie gesagt, viele Baustellen im Neubaugebiet, wir natürlich ordentlich getankt und wir hatten dann wieder ein paar Gäste, mit denen ich da unterwegs war. Mich eingeschlossen, das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich mich sogar übergeben habe vom Alkohol auf diesem Geburtstag. Das war echt nicht so schön. Jedenfalls hat dann einer der Gäste so viel getrunken gehabt, dass er dann meinte, irgendwann, komm, wir gehen jetzt mal raus, ich brauche ein bisschen frische Luft. Was machen wir also? Wir gehen raus, holen ein bisschen frische Luft mit ihm. So, und dann, kennst du es ja, im Neubaugebiet ist ja immer alles aufregend, weil es sind ja Kräne und Bagger und alles, ne, und das ist immer mega, mega geil, Alter. Ja, vor allem so als 15-Jähriger oder so. Alter, wir haben es halt gefeiert bis zum Gehtnichtmehr. Wir haben gesagt, pass mal auf, guck mal hier, stell dir mal vor, wir waren früher immer so Paintball, so Software-Spielen haben wir immer gemacht. Ja. Stell dir mal vor, wir spielen hier Software. Ja, geil, geil. Lass das mal auschecken, wie das so ist. Ist das so, sind wir in so einen großen Mehrfamilienneubau reingegangen, Alter, Mehrfamilienhausneubau, und haben das uns so angeguckt, haben uns dann so gegenseitig so Storys erzählt. Ich glaube, wir waren drei Jungs und zwei Mädchen. Hm. Und plötzlich haben wir gemerkt, so, yo, wir waren zu fünft. Wo ist, nennen wir ihn Marc? Wo ist Marc? Marc ist nicht da. Und dann haben wir so geguckt. Oh, ja. Und dann sehen wir, wie jemand so eine Etage über uns ruft, so, ey, komm mal hier hoch, ist voll geil. Wie ist denn der da hochgekommen, Alter? Ja, der ist das Gerüst hochgeklettert, der Affe. Oh, was ist im Innenraum gab es Treppen und da gab es halt auch keine Treppe nach da oben. Also wir haben das Gerüst, sowieso saugefährlich, weil wir was getrunken hatten. Ja, richtig. Da kann ich auch nicht empfehlen, Alter. Geht niemals auf Baustellen, das ist so krass gefährlich. Und der Marc, wir kommen oben an, denken wir schon wieder, yo, wo ist der? Und dann sehen wir, wie der vom Gerüst auf den Kran steigt, Alter. Und der ist auf diesen Kran hochgeklettert. Ist da hochgeklettert und das Führerhäuschen hat er irgendwie aufbekommen. Ich weiß nicht warum, es war auf jeden Fall auf und er saß halt oben in diesem Kran drin. So, wir waren aber alle so mega paranoid und so blau, dass wir uns halt nicht da hochgetraut haben, weil ich habe halt die ganze Zeit gesagt, ich fall da runter, ich mag klettern, aber ich habe Höhenangst gehabt zu dem Zeitpunkt, weil ich halt was getrunken hatte. Ich habe gesagt, ey, ich kletter nicht da hoch und hol den Jungen aus dem Kran raus, ne? Ist auch so. Und die eine, die wir dabei hatten, die war ein bisschen blöd, die war richtig dumm im Kopf, die hat die ganze Zeit gesagt, ja, was ist, wenn der jetzt den Kran anmacht und das Gebäude abreißt? Und dann hat die ganze Zeit gesagt, Junge, der steckt keinen Schlüssel drin, ne? Ja, aber ja, guck mal, der hat das schon aufbekommen, der hat bestimmt einen Schlüssel dabei oder so, der fährt gleich mit dem Kran weg. Mit dem Kran fährt er so weg, Alter, fährt er über die Autobahn. Die und, ja, wie das dann oft so ist, das war ein Neubau halt gewesen und es kennst du Leute von der Baustellenwacht, die immer so rumgehen, gucken, was da ist. Ja, klar, du hast ja auf Neubaugebieten hast du immer so eine Patrouille, die da rumläuft. Richtig, genau. Und wir hatten dann jemanden, der hat oben mit der Taschenlampe erstmal uns ableuchtet, ey, runter da, und wir uns dann im Gebäude versteckt. So, und dann wurde halt irgendwann festgestellt, dass da oben alle im Kranhaus sitzen, ne? Alter. Das saß halt einfach nur drinnen, so komplett benebelt, voll, und hat irgendwas gegrölt und sowas, und irgendwann hat der halt aufgehört, was zu sagen. Ja. So, und dann ist der wohl da oben eingepennt, Alter. Der ist da oben eingepennt, weil er so blau war. Und dann musste dann der Vater von demjenigen, der Geburtstag hatte, ihn da runterholen und mit der Baustellenwacht diskutieren, dass wir nicht die Polizei und die Feuerwehr rufen. Weil es hätte richtig übel enden können, weil die Tür stand da noch auf. Der hätte jeden Moment nach links rauskippen können und wäre tot gewesen, Alter, ne? Ja. Das war eine richtig krasse Story. Und vor allem nicht nur das, so, der hätte auch richtig Anschiss kriegen können, ja, weil halt, hier aber, ganz ehrlich, also betreten halt, und sowas. Das war halt so gefährlich, weißt du, ich war, bei jedem Schritt habe ich so am Boden geguckt und immer diese dumme Alte dabei, die so richtig hohl, weil die so meinte, hä, was ist, wenn das jetzt hier krebserregend ist, die ganzen Stoffe, so, boah, halt die Fresse, was ist mit dir? Und weißt du so, halt's Maul! Und schießt die ab, Alter. Mir, du dummes Miststück. Und ja, Kollege so, ich hab ein Messer dabei. Sag, kenne mich dich ab. Ja, aber ganz ehrlich, Alter, stell dir mal vor, du hast einen Kollegen von dir, Junge. Ja. Der klettert einfach besoffen in den Kran. Ja, und dann sitzt er da oben und pennt in einem Kran ein, wo die Tür offen steht. Der hätte locker nach links rausfahren können, da wäre der tot gewesen, Alter. Ja, also das war auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich heftige eine Story. Eine richtig krasse Geschichte auf jeden richtig, Fall. Richtig, richtig blöd. Also das ist echt, Alter. Richtig, aber es ist zum Glück gut ausgegangen, nichts passiert, Alter. Ja. So, Peter, du bist dran. Okay, dann bin ich am Start. So, ich habe ja bei Revi gestern, habe ich ja über Andi erzählt, mein Freund, der ziemlicher Kernassi ist. So, jetzt kommt die nächste Geschichte mit
Andi auch. Ach nein. So, das war, also wir sind öfters mit der ganzen Berufsschulklasse, das haben wir eine Tour gemacht, die hieß Assi-Tour. Eine Assi-Tour, ja, so, das haben wir sogar mal erzählt. Da haben wir in München-Gladbach, haben wir Folgendes gemacht. Wir sind alle Ranz-Gaststätten da abgegangen, also die letzten Kaschem, und haben uns dann da vollgesoffen. Ja, so, gut. Haben dann, sagen wir mal, gesagt, hier zwei Wodka, hier zwei Pilz und dann wieder rüber, ne? Nein, so eine richtige, so eine, von Kneipe zu Kneipe. Ja, genau, so eine richtige Assi-Tour halt. Aber auf jeden Fall gehen wir dann irgendwo in eine Bar rein, die heißt Kabuff. Ohne Scheiß, ist wirklich so. Und gehen wir da rein, so sitzen da zwei Mädels und ich dachte, was ist denn los hier, ne? Sagt der Barkeeper, wir sind mit 6 Leuten da reingegangen und da saßen halt nur 2 Leute drin, das waren 2 Mädels. Ja. Aber die eine sah aus wie der dicke Ronaldo, die hatte eine übelste Zahnlücke über 5 cm. Ach nein. Und die andere sah aus wie Skeletor. Und auf jeden Fall sagt der... Die sah aus wie Skeletor. Und dann sagt der Barkeeper, wir haben heute spanische Nacht drüben, wir haben heute nur so sporadisch auf. Also dann haben wir gesagt, gut, dann komm, bleiben wir trotzdem hier. Und Andi halt, so ein richtiger Kernassi, redet direkt mit den Mädels an. Dem war das scheißegal, wie die aussahen. Ich und Kollege sitzen gegenüber von dem und sagen nur so, macht der jetzt nicht, die sind so hässlich, ne? Ich und Micha, also Micha war der letztens in der anderen Folge einfach weggelaufen ist. War dann wieder da. Ja. Und auf jeden Fall sagt dann Andi zu dem Mädel, zu dem einen, ey, du bist so schön, du siehst aus wie Ronaldo. Wie der dicke Fußballspieler, ne? Und dann sagt die so, hä? Wer ist denn Ronaldo? Und dann sagt die Freundin so, das ist ein dicker Fußballspieler. So, dann denkst du so, alle still, oh, was geht jetzt ab? Die haben schon wirklich gesoffen. Sag die so, oh, danke schön. Ja. Und die war schon richtig besoffen. Und auf jeden Fall, ich und Micha stehen da so und sagten, ey, guck dir mal Skeletor an, die war so dünn, ne? Die hat an jedem Körper konnte man die Knochen sehen, ne? An jedem Körper, die hatte 10 Tumore, so. Auf jeden Fall, wie richtig abgefuckt, ne? Und 10 Minuten später ist sich Andi schon mit einer von denen am Rumlecken da. Ach nein. Und ich dachte nur so, hast du nicht gemacht, krieg echt Plack, ne? Und wir weiter am Saufen, ne? So, und Andi so, ja, ich geh jetzt mal pissen. Okay, wir gedacht, okay. So, pass auf, kommt er wieder, ne? Ich guck, lutscht die Alte an seinem Finger. Halt's Maul. Ich lüge nicht, ist wirklich so passiert. Ich lüge nicht. Und Andi so sagt so, ich hab mir nicht die Hände gewaschen, du Schlamp. Hat er wirklich gemacht. Und normalerweise denkst du so, ja gut. Die hört jetzt auf zu lutschen und lutscht die ganze Zeit in seinem ekelhaften Pissfinger, Alter. Oh. Und irgendwann, da waren wir so, da habe ich so gesagt, ey, lass mal jetzt gehen, hier Skeleton Ronaldo, lass die jetzt mal in Ruhe. Lass mal jetzt weiterziehen. Okay. Und bevor ich rausgegangen bin, ne, habe ich irgendein so, dann gucke ich so und ein Kollege, wir waren halt irgendwie nur Micha und ich und ein Kollege steht draußen vor der Tür und kommt einfach vor die Türe. Und der Barkeeper so, was machst du da, hau ab. Und der so, ich muss kotzen, piss dich, ich muss kotzen. So. Und ach, das war wieder so ein Abend, ne? Und dann sagt dieses Mädel so, da weiß ich noch, sind wir rausgegangen, so an der Kotze so vorbeigeschlichen. Das war echt fast in den Türeingang. Und auf jeden Fall sagte dann Andi, das Mädel sagte hier, Ronaldo sagte, ja, darf ich deine Handynummer haben? Und Andi so, nee, du bist so hässlich. Alter, ihr Assi. Ja, ich habe ja nichts gemacht, aber ich dachte mir nur so meinen Teil. Ja, und dann ging die Assi-Tür weiter und dann hat Andi natürlich wieder die nächste belästigt in der nächsten Kaschemme. Aber das erzähle ich in der nächsten Geschichte. Aber Leute, wie gesagt, es ist wirklich alles so passiert. Wir haben Ronaldo und Skeletor auf einmal getroffen. Also das ist wie das 9. Weltwunder. Und es war aber einfach nur ekelhaft. Es ist wirklich so passiert. Ich konnte nicht mehr. Also es ist wie so, du unterhältst dich mit jemandem, guckst nach links und denkst so, was? Das hat der nicht gemacht. Der hat dir nicht den Finger in den Hals gesteckt mit Pisse dran.
Alter, aber so Stücke hat Andi noch öfters gemacht. Oh, aber die werde ich in der nächsten Geschichte, in der nächsten Story von Party Stories erzählen. Wir haben einfach Skeletor getroffen. Alter, ja, Skeletor. Und ich wollte eigentlich ein Autogramm haben. Aber ich wollte eigentlich fragen, wo ist He-Man? Und ja, Leute, das war Party Stories. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne mal ein Like da und schaut natürlich bei Revi vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und der hat gestern natürlich auch Party Stories aufgenommen. So sieht's aus, Leute. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, haut rein. Tschüss. Ciao.